Moin, 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 liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Na? Isa? Hey, stopp, die fällt dir. Das hier übrigens sind die Spuren von der Videoaufnahme gestern. War, glaube ich, ein cooles Video. Ja, und es geht heute nach Venice Beach. Hallo, wie geht's? Es geht. Ich bin voll heiser. Ich bin voll krank. Was meinst du? Passt das so? Ja, das sieht super aus. Auf Mäuschen angenehm. Wie bitte? Auf graues Mäuschen. So grau, auf graues Mäuschen? Ja, gut. Wenn es halt irgendwie verpflichtet ist, dann ist nicht Trinkgeld. Hallo, wir arbeiten hier. Da unten im Skateboard im Büro. Das ist daraus wird jetzt die Soße. So, was sagt ihr Leute? Ist das geil oder ist das geil? Yeah. Siehst du die Sphäre? Ja, da hinten. Ich kann sie sehen. Nee, Mann. Wäsche Puh. Ab in den Ofen. Starke Idee. Auch das mal probiert. Die einfach im Ofen zu trocknen. Also der ist auf jeden Fall groß genug, ne? Ja, wegen Familienpätzen, weil die alle so viel fressen hier. Die essen, ich weiß nicht, wie die aussehen in den Läden. Okay, so ich sehe auch aus den Pässen. Das ist der Ofen einfach. Man sieht das nicht so richtig, ne? Aber vielleicht mal so, Kopf immer so als Beispiel, ist immer gut. Vielleicht erkennt man jetzt da so die Größe. Das ist wirklich, das ist meine Hand da drinne. Der ist wirklich riesig. Man kann, glaube ich, fast zwei normale Backfläche so und so hier reinstellen. Vielleicht 1,5 mal so breit wie hier. Ja, okay, das könnte hinkommen. Und ist natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer. Let's go! Roadtrip! Venice Beach! Venice Beach, yo! Vielleicht sehen wir eine Verfolgungsjagd. Wenn wir eine Verfolgungsjagd sehen, würdest du da mitfahren? Hinterherfahren? Ja. Ah, das glaube ich nicht. Warum? Dann gib mir das Steuer. Fahr ich halt, du Pussy. Okay, okay. Oh, die Polizei? Polizei? Da ist wirklich die Polizei. Da ist ein rotes, kaputtes Auto, okay? Okay, Leute, die ganze Polizei ist vorbeigefahren. Jetzt wird's ehrlich spannend. Es passiert was. Da passiert was! Oh, schade, ich dachte auch Polizei. Oh mein Gott, Rolli! Alles gut. Ich glaube, die Frau nennt uns jetzt am Handy. Guck dir nach unten. Oh, das Meer, ich sehe es. Da ist der Parkplatz. Fahr sie alle um. 4 Sterne. Wir können uns ein Fahrrad ausleihen und mit dem rumdüsen. Das ist ja auch lustig. Aber dann hörst du halt die ganze Zeit. Oder Inliner! Nee. Hä? Ich dachte, du wolltest Inliner ausleihen. Ja, aber ich dachte, dann kaufen wir frische. Wir kaufen doch keine Inliner. Ich will keinen Fußpilz. Oh, Mann, ey. Sobald du etwas hast, ist es immer schwer, was wegzubekommen. Deswegen, ich habe gar keinen Bock, überhaupt irgendwas zu bekommen von anderen. Bei Inlinern hier am Strand kann ich mir vorstellen, dass sie alle so maximal mit ihren Füßen da drin schwitzen, obviously, weil es super, super, super warm ist und schwitzig. Und wenn du so fährst, ne? Und, ich sag das Herz ab. Ja, wollen wir mal uns den Strand angucken? Es ist Ende Oktober, man kann hier in L.A. einfach an den Strand gehen. Wo ist Muscle Beach? Boah, das ist echt weit, ne? Guck mal, wie weit das geht. Riesenrad ist in Santa Monica Pier. Das ist in die Richtung, meine ich. Und jump! Das ist, was ich dachte. Das war jetzt so schwierig. Sieht wirklich aus wie ein GTA hier. Es sieht aus wie in den Videos. Es sieht aus wie auf YouTube. Es sieht aus wie auf TikTok. Mann, ich kenne das hier nur aus dem Fernsehen. Wie geil ist das? Guck mal hier. Venice Souvenirs. Gott, verlässt es erst. Guck mal, wie das aussieht. Okay, stark. Die Hose will ich. Die sind alle geil hier. Yeah, 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 give us something! Yeah! Oh yeah, man! Yeah, yeah, I have to give him a tip, man. Bravo, bravo. Donate $30. Oh, I just... No, I don't need that. Donate okay. $30. Anthony's ass, ist es nicht mehr Mike? Mike, was? Hat sie mit dir Schluss gemacht? Ist jetzt mit Anthony zusammen? Das hätte ich nie gedacht. Why I'm single. It is too big. Dick is too big. Might kill someone. Wilde T-Shirts hier. You speak Korean? Yeah, I do speak Korean. I'm Korean. Oh, nice. She's learning Korean. Can you say one sentence?
Please, please, please. Oh, a word. I like a word. 안녕하세요. 안녕하세요. Oh! Oh, nein. I cannot save that much. Oh, I see, I see. Yeah, she's good. She's learning. She goes to Korea tomorrow. Really? Yeah. Oh, und ich kann auf jeden Fall daher sagen, dass es nicht so einfach ist. Also, was zum Beispiel der Blaue hier präsentiert, das lernst du nicht mal eben in einem Monat. Weißt du, was ich gefahren bin früher? Dieses Waveboard. Ja! Ja. Das war richtig geil. Das ist geil. Und dann immer so die Straße entlang. Bam, 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 bam. Das war echt mal im Trend. Wo echt so viele Kollegen so... Ja, dieses Waveboard hatten. Ja, das war so cool. Inliner fahren auch geil. Es war eine Zeit, wo du nicht so Videos gemacht hast, sondern einfach deine Kinder so... Ja, wo du einfach mal dein Leben gelebt hast. Ja. Ohne alles auf Instagram festzuhalten. Ganz kurz, zeig uns. Hey, what's up? Want to say hi to our live stream? Hey, what's up? Hi, homie, man. We have been in the beach. Yeah. I'm a big fan. Also, you want to get some, have some bucks or... Yeah, I can give you some bucks if you want. Und das ist die Nummer 2. Ronny hatte zu viel Bargeld wegen Mietauto. Venice Beach löst das Problem. Scheiße, ey. Venice Beach ist so, I got you, man. I got you, man. Okay, lass doch weitergehen. Ich will nicht mehr bei jedem anhalten. Ach so. Mittlerweile, ich hab das Gefühl, wie? Bei den ersten dachte ich, die sind cool. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist eine Masche. Was? Nein. Oh, im Leben nicht. Die würden sowas niemals tun. Ronald was Berger erkundet die Welt. Was denkst du von den Leuten? Oh mein Gott. Ich bin schon. Wir haben Mike wieder. Ja, wir haben Mike gefunden. Mike. Mike, wir haben deine Dings gefunden. John's Property. Brad's Ass. Ich weiß nicht, was ich von diesen Hosen halten soll. Just lick it. Oh Mann, oh. Oh Mensch! So, was sagst du? Sagt uns das zu? Die haben Tandems! Ich will mich nicht verletzen vor Korea. Alter! Lol! Ja komm, dann lass einfach das Auto taken, Leute. Ich glaube, damit kommen wir am besten weg. Dann sind wir am flexibelsten. Das ist klar. So ist mir Angst. Oha. Nein, muss nicht. Das den, gibt mir. Den findest du creepy? Ja, der sieht schon sehr creepy aus. John Wayne Casey. Er sieht schon ein bisschen creepy aus, muss ich ehrlich zugeben. Sollen wir Pommes essen? Ja, let's get some Pommes. Guck mal, wie der Clown da steht. Und der langläuft. Glaubst du, er kommt gleich zu uns? This confidence task where you send me to a girl and I have to get her Instagram. Yeah, ask the one there, sitting there. That one? Yeah, no, on the right, yeah. I will. You got it. We're live, 3,200 people right now. Show her, she's a good looking one, not me. Well done, that's all you do, bro. Well done, man. Was it 3,000? Yeah. Say 4,000. 4,000, yeah. So, you did. All right, cool. Thank you. It's Honey Poo. If anyone wants to add, HoneyPuu. Poo. Oh, she already has half a million followers. Oh, you're famous? Yeah. Whoa, you got it, man. Well done, bro. Well done. Thank you, guys. That's how you do it. You just gotta have confidence. Yeah. You just have to ask, right? And you just have to ask. Yeah, right? You can't lose by just asking. Just go up and... Just ask. The worst thing that can happen is just like... say no and they have zero subscribers. Yeah. I have like 3, but now I have 4. Yeah. Great, man. Say your Instagram. Say your Instagram. We got a lot of people watching right now. Maybe you can plug it in to get some followers. Oh, hi. My name is Hanny Poo. I'm from Germany. Oh, she's Germany. Also from Germany. Yeah, she's from Germany. Hallo, awesome. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dippin' Dots. They sell Dippin' Dots here in Venice.
Great challenge, man. Alright, thanks, man. Thank you very much. You guys are amazing. Yeah. I'm sorry, I just had to come street snipe you guys. Whoa! Guten Tag, bro. Yeah, come, come. Yeah. Honey poo? Yeah. Cash. Cash? Cash prize for... No, you get more cash. No, no, don't... Okay. For adding us. What you doing there? It's my number. Ah, yeah, okay. Yeah, yeah. I don't know if it's SIM card in there right now. New contact. New contacts. Jerry, crazy brain. Add me, guys. Yeah, thank you, man. Yeah, man. Bye, lady. Bye. Ja, yeah, well done, man. Er hat, glaube ich, gerade ein Virus bei mir installiert. Er hat mir auf die Stirn geküsst. Ich dachte erstmal, der hat in die Luft geküsst, aber... Nee, er hat einfach meinen Kopf genommen. Geht der Text so? Oh, guck mal, der ist der Freundin. Was ist los? Oh. Yes. Oh, yes. You got a great car. Was ist das? Oh. Okay. Ich glaube, es geht woanders raus. Warte mal. Guck mal. Da steht Maximum 5 miles per hour. Exceeding 5 miles per hour will result in severe tire damage. Do not back up. Das heißt, wir müssen einfach ganz langsam mit rüberfahren. Ich weiß nicht. Alter, ist das gruselig. Wir machen das jetzt, oder? Das muss ja eine gemeinsame Entscheidung jetzt sein, dass wir da rüberfahren. Ja. Faust vielleicht? Hier drüber. Krass. Voll geil gemacht, actually. Hier ist zum ersten Mal, hier ist, hat Angst um sein komplettes Auto. Ja. Ich hab das noch nie gesehen. Mach mal Kickdown. Nein. Siehst du, das sind Sachen, die ich machen würde und du nicht. Aber du fühlst dich unsicher mit mir im Auto. Ja, das stimmt. Oh. Ja, siehst du? Deswegen! Sorry, man. Oh mein Gott. Oh nee. Er war in meinem toten Winkel, ne? Ich hab so Schulterblick gemacht, ich hab ihn nicht gesehen. Alter. Ja, warum fährt er auch so ein Mini-Auto in den USA? So, wenn wir hier alle in diesen riesen Trucks sitzen, da sehen wir nicht diese kleinen Leute in ihren Mini-Autos, die da unten auf 10 cm höher fahren. Jetzt weißt du, wie es großen Menschen geht, die dich aus der Seele rippen. Entschuldigung, ich wollte nicht sagen, dass doch. Ja, dann geh jetzt für Riesenrad, ne? Jemand hat mehr Sterne. Das ist das Ding. Oh! So, wir gehen jetzt aufs Riesenrad. Riesenrad. Das ist das neue Update in GTA, das Santa Monica Pier Update. Die dachten sich vor GTA 6, bringen wir noch ein kleines Update raus mit Riesenrad und Rollercoaster. Jetzt gehen wir noch kurz auf die Toiletten, die sind auch neu. Man kann ab jetzt bei GTA auf die Toilette gehen und dann geht's aufs Riesenrad. Wir testen aus, ob es was bringt, ob es sich lohnt, das DLC zu kaufen oder nicht. Bleibt dran, wenn ihr das Review nicht verpassen wollt. Warte mal, das ist ja ein kleiner Mini-Freizeitpark. Alter, das ist echt voll hoch. Oh shit, guck mal die blaue Aura, wie cool. Ey, guck mal, ich wusste, der View ist krass. Ich wusste es. Und er ist krass. Naja, klar ist das krass auf dem Ferris Wheel. Scheiße, ey, guckt euch das mal an. Boah, wenn ihr hier runterfallt, ne, das wollt ihr nicht. Oh, das ist gruselig gerade. Egal, es geht nochmal hoch. Runde Nummer 3, bitches. Wie viel hat die Karte gekostet? $12 pro Person. Runde Nummer 6. Ja. Hell yeah, brother. 5 giftet, wenn Ronny einmal springt. Oh. Nein, nicht für 5. Hä, es war doch noch gerade hell. Ja, wenn es einmal dunkel wird, dann geht es richtig schnell, ne? Oh, noch eine Runde. Noch eine Runde. Das ist die Low-Budget-Sphere von L.A. Hier, guck mal. Guck mal da, die Low-Budget-Sphere von L.A. Sieht auch cool aus. Ja, auch nice. Hat keine 2 Milliarden gekostet. Ja, guck mal, die machen Lichtshow ohne, dass es 2 Milliarden kostet. Der Parkticket abgelaufen. Nee, oder? Sind wir länger als 2 Stunden hier drin? Oh, ja. Nee, oder? Nicht abgeschleppt? Gönn. Aber was ist jetzt noch die letzte Mission? Ist das auch noch da? Nein, das steht da. Ist das das? Ja, ich glaube, das ist das. Sieht gut aus. Geil. Warte. Kannst du kurz nehmen? Yep. Gefunden. Wir werden an dieser Stelle uns verabschieden. Haut rein, Leute. Tschüssi. Und bis morgen dann.